Ein neuer Tag beginnt. Guten Morgen. Ja, guck mal, wie geil es wird. Piepen hier so. Oh, das wird so schön werden. Wer war das? Ich? Lena, you're a clock. Lena, you're a clock? A clock? Or a cock. It's Lenas birthday, birthday, birthday. Look at her hair. Sieht aus wie eine Perücke. Ja, also weil man das nicht kennt. Man kennt die Lena nur mit Afro. Ja, so. Hier haben die Hunde mir ein kleines Geschenkchen hinterlassen. Das ist meine Morgenroutine. Erstmal Scheiße suchen und aufsammeln. Ja, da kommt das Gecko. Das Gecko, dieses da, oder auch eins von den anderen 7 Millionen Geckos, die hier in meinem Garten leben, die holen immer die Fliegen von der Scheiße. Also wenn die Scheiße da liegt, dann kommt das Gecko und sammelt die... Hast du ihn getötet? Nein, er war schon da. Der lebt noch? Ich weiß nicht. Oder was? Ich glaube nicht. Vielleicht die Dogs kamen hier. Ja, den haben die Hunde umgebracht. Der wäre ja niemals... Ach, Uschi, Uschi muss sich reiben. Guck mal, so hat, ne? Ei, Uschi, es geht mal nicht um dich. Kannst es mal verstehen? Ich wollte jetzt hier diesen geilen Centipede mal zeigen. Krass, ey. Der ist tot. Ich lasse sie immer leben. Ich hatte ja auch schon mal eine Mutter gefunden mit 1 Million Babys. Die lag so gerollt und dann... Ja, hier, das ist ein Projekt, was der Carlos... Der Carlos sollte das in der Schule machen, ne? Hat er gesagt, ja, meine Mutter, die ist eine Künstlerin. Hier, ich nehme das mit nach Hause und so, und das ist dann auch okay. Ja, und jetzt habe ich hier gestern mal angefangen zu basteln. Ach, hier ist auch noch ein bisschen Hundescheiße. Wollt ihr mal sehen, wie ich die Hundescheiße aufsammle? Ja, soll ich euch das mal zeigen? Meine morgendliche Routine? Warte mal, ihr Lieben. Ich stelle hier auf mein geiles... Nee, ach nee, nee, das... Nee, 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 es ist noch weich, es muss gut trocknen, ne? Es ist natürlich auch immer hier die Feuchtigkeit. Guten Morgen! Guten Morgen, kleine Ossi-Bossi! Die Ossi sieht heute aus wie ein schwarzes Schaf. Mäh, mäh, mäh! So eine süße Schafsfrisur. Hallo, mein Schatz! Möchtest du mal der Welt erklären, warum du noch einen Nuckel hast? Weil Lena mir nicht so viel Bulli gegeben hat. Ja, ne? Und du willst das einfach, ne? Du willst das und irgendwann hörst du auf, wenn du fertig bist, wenn ne? Wenn ich 6 bin. Ja? Okay. Jetzt ist er 5, ne? Jeder hört nämlich auf, wenn er will. Ne? Da gibt es nämlich keine Regeln. Immer, ach Gottchen, hier ist auch noch ein bisschen kacki. Yam, yam. Sammeln wir erstmal hier die Scheiße auf. Guten Tag, Robert. Wie geht es Ihnen heute Morgen? Ist es gemütlich da in der Sonne? Ich glaube schon. Ja, okay. Ja. Papi, pass doch mal auf. Ach, Ossi. Ossi, du Assi. Was machst du denn? Ja, hier, das, da kann ich mal draufstellen. So. So, so, so. Jetzt wird hier die Scheiße gesammelt. Eine Tüte sammel ich. Okay. Ist ja echt eine Verschwendung, ne? Plastikscheiße, aber ich habe keine Lust mit Papiertüten und so. Das muss ja auch immer im Müll liegen. Und da bildet sich ja wohl allerlei. Schwab, schwab, schubidiwu. Und heute Abend gibt es eine fette, fette Party. Weil die Lena wird heute 20, ist doch krank, ne? Mein drittes Kind ist die Lena und heute wird sie 20 und ich kann das überhaupt alles nicht fassen, weil das war doch gerade erst. Ich weiß es ja noch, wie ich auf diesem Ball da saß und die Wehen veratmet habe. Weiß ich doch noch, ne? Hab da schon mein... Hilf mir, Oma! Nee. Hell no, I'm not gonna help you. Hell no.
Ich wollte mal meinen Stuhl zeigen. Guck, den hat mir Shauna und Nils haben mir den vom Sperrmüll gebracht. Habe ich hier so. Hier sind meine Brillen. Hier, sind, hier ist nichts mehr drin. Da hatte ich 5 Scheren drin. Schon weg. So ist das hier in diesem Haus. Scheren sind immer weg. Na gut, hier. So, ja, weißt du, wo sie hingehören? In meinen Stuhl hinein. Guck mal, geil, ne? Guck mal, ein Tommy-Hilfiger-Stuhl. Ja, ist doch geil, ne? Noch eine Decke. Noch eine Decke, weil es so kalt ist auf Hawaii. Wir frieren. Ach so, ja, ich kann euch mal grob zeigen, was ich da gebaut habe. Grob. Nur mal grob, ne? Von hier ist natürlich nicht der beste Ausblick. Also da sieht man das alles nicht. Aber das da draußen ist das Nanakuli. Nanakuli, die Berge und auch das Valley. Und ich hatte erst, ne, erst habe ich so gedacht, geil, ich mache hier, alles so. Aber hier quasi ist ganz da hinten, wo das letzte Haus. Und ich bräuchte noch ungefähr bis hier, um alles zu machen. Und das ist ja krank. Wie soll ich das denn dann da hoch zur Schule bringen? Das geht ja nicht. Deswegen machen wir das jetzt so, nur die Berge. Beim Malen hilft der Carlos mir dann auch ein bisschen. Aber es ist eh egal, weil es war jetzt auch nichts, wo es eine Note für gibt. Das war, er war schon fertig mit seiner Arbeit und dann hat die Lehrerin gesagt, okay, dann machst du halt so ein Projekt. Oder er gesagt, hat so gesagt, man kann sich was aussuchen. Konnte man irgendwelche Geschichten schreiben, dies, das. Mein schlauer Schatz hat sich natürlich Pappmaché ausgesucht, weil er weiß, dass ich das liebe. Ich liebe Pappmaché. Ist richtig geil. Macht mir richtig Bock. So, ihr lieben Leute. Mein Computer spinnt gerade rum und zerrt an meine Nerven. Was denn? Was hast denn da so eine olle Pilzsoße? Hat sich die Mami das gewünscht, ne? Für the birthday.